Servus, und wir sind jetzt hier am Stand von Electronic Arts. Wir sind über dem Stand, besser gesagt. Heute am zweiten Publikumstag. Wie ihr seht, die Hölle ist hier los. Wir werden uns gleich mal ins Getümmel stürzen und werden mal ein paar Stimmen zu Battlefield oder auch zu Need for Speed sammeln. Bin heute unterwegs mit dem David und wir schauen mal, was wir in die Kasten kriegen. So, wir sind jetzt hier direkt vor dem Stand von Battlefield 4 und ich stehe hier mit Nico, Ismail, Vadim. So, ihr habt ja gerade Battlefield 4 gespielt. Wie war so der erste Eindruck? Also super, ich würde es mir auf jeden Fall vorbestellen. Geiles Spiel auf jeden Fall. Ja, also der Spaßfaktor ist auf jeden Fall da. Okay, hat sich im Gegensatz zu Battlefield 3 so grafikmäßig was verändert? Ist es viel besser geworden, oder? Also ich finde es schon viel besser. Okay. Insbesondere bei den PCs jetzt, aber ich werde es mir auf Konsole holen. Hoffentlich ist das noch besser mit der Next Gen. Ja, grafisch habe ich jetzt nicht so viel gemerkt, aber auf jeden Fall die Figuren bewegen sich flüssiger, finde ich. Also ich finde, am meisten verändert hat sich von der Grafik her, dass die Detailauflösung, dass alles viel detailreicher ist, und ich finde, die beste Veränderung sind die ganzen Maps. Wie ist das Gameplay? Hat sich das groß verändert? Also mit den Möglichkeiten schon, ja. Mit den ganzen vielfältigen außerhalb des Spielens, mit dem Commander-Modus und so, finde ich auf jeden Fall schön. Seid ihr jetzt hauptsächlich nur Battlefield-Spiel oder habt ihr auch Call of Duty gespielt? Nee, also hauptsächlich Battlefield. Ja, eigentlich auch. Ja, hauptsächlich Battlefield. Okay, habt ihr die Konkurrenz auch mal angeschaut oder getestet oder so? Nochmal bitte? Habt ihr die Konkurrenz, also COD, auch getestet? Haben wir auch getestet, ja. Und im Prinzip ist es ja fast das Gleiche. Das Einzige, was anders ist, dass bei den Karten, die ja viel kleiner sind, dass da eben die Gegner mehr aufeinandertreffen. Hierbei ist es eben mehr, man hat mehr Möglichkeiten, dass es Fahrzeuge gibt, in der Luft, von der Luft kämpfen kann. Vom Boden, vom Wasser, viele Möglichkeiten. Bei COD ist eben, dass es nur zu Fuß ist. Okay. Ja. Gut, ja, dann vielen Dank euch für die kleinen Eindrücke und viel Spaß auf der Gamescom. Ich wundere nicht, David ist jetzt hier mal verkabelt worden. Und das sieht auch ein bisschen komisch aus. David, was testest du hier eigentlich? Diese Oculus VR-Brille. Ich bin gerade selbst ein bisschen perplex von dem, was ich hier mache. Alter, das ist total krank. Du hast halt, als ob du direkt da drin bist. Wenn du den Kopf mitbewegst, bewegt sich das Bild dynamisch. Wow, dynamisch mit. Hier explodieren auch schon irgendwelche Sachen neben mir. Es ist total, wow, Alter, es ist total krank einfach nur. Das kann man gar nicht beschreiben. Und es ist auch echt nicht so einfach, weil man halt die normale Kamerasteuerung von seinem Spieler, dann hat man halt noch zusätzlich deinen eigenen Kopf, den man noch drehen kann, also die eigene Achse, und rennst hier rum, kannst doch fliegen. Es ist total krass, also die Grafik auch, das ist... Also ich fasse das mal zusammen, das ist praktisch wie wenn du direkt im Spiel wärst und guckst nach rechts und nach links und die Kamera schwenkt da auch hin, oder? Ja, genau so. Und was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, ich kann ja mit dem Teil hier fliegen. Wenn ich aufhöre zu fliegen, hat man das Gefühl, man fällt wie in so einem Freefall Tower einfach runter. Es ist einfach total irre, das Gefühl. Wow, Alter. Du hast das Gefühl, du fliegst gerade mit so einem Jetpack durch die Stadt. Das kann man nicht beschreiben einfach. Wie ist denn die Bildqualität? Kann sich das sehen lassen? Naja, es erinnert mich noch so ein bisschen an etwas ältere Grafik, aber ich denke mal, das liegt auch einfach noch daran, dass das Ganze entwickelt wird. Und, boah, Alter, das Ganze entwickelt wird. Und bisher Grafikqualität eigentlich ganz gut. Es ist ab und zu noch ein bisschen unscharf, aber sonst passt es eigentlich. Aber es ist total krank. Ich fliege hier gerade über die Stadt und lass mich einfach fallen und kriegst einfach Gänsehaut, weil du denkst, du stürzt einfach ab hier. Du fällst einfach. Wie gesagt, das Development Kit $300, soweit ich weiß, aber wow, sonst noch nichts. Alles klar, ich danke dir, David.
Wir sind hier vor dem Stand von Assassin's Creed Black Flag, also Assassin's Creed 4, und ich stehe hier mit dem Tobi von einem unserer Gewinner von den Video Day Tickets. Und der Tobi erzählt uns was mal ein bisschen über Assassin's Creed, weil er hat es schon probiert. Multiplayer, genau. Und erzähl einfach mal, wie fandest du es bisher so? Ja, wie gesagt, Assassin's Creed 4 Multiplayer war auf jeden Fall ziemlich spaßig, erinnert aber auch sehr stark an den Vorgänger. Ich durfte die PlayStation 4 Version spielen, auch mit dem neuen Controller. Ja, wie gesagt, hat sehr an den Vorgänger erinnert und grafisch war das auch kein Meilenstein. Also ich würde eher sagen, ein kleiner Sprung nach vorne, aber keine Next-Gen-Entwicklung. Jedoch kann ich es Neueinsteigern in die Serie auf jeden Fall empfehlen. Macht sehr viel Spaß, natürlich. Assassin's Creed halt. Singleplayer weiß ich nicht, habe ich nicht gespielt, aber sieht auf jeden Fall bis jetzt auch sehr klasse aus. Okay, ja, du sagst grafisch war es kein Meilenstein. Woran hast du es gemerkt? War irgendwie was unscharf oder weiß nicht? Ja, Kantenglättung war nicht so der Brüller. Dann Belichtung war, naja, halt wie im Vorgänger auch alles. Okay, meinst du, es ändert sich vielleicht noch am PC? Ich glaube nicht, weil, wie gesagt, die PlayStation, also die Konsolenversion jetzt für die Next Gen sollen ja genauso werden wie der PC oder halt nur mit minimalen Abstrichen. Und da wird sich nicht viel ändern. Okay, gab es doch irgendwas, was dir gut gefallen hat an der ganzen Sache? Ja, gut gefallen hat mir natürlich das Gameplay. Assassin's Creed typisch, ich mag die Serie. Das passt, da kann man sehr viel Spaß dran haben. Ja, die Schlange ist ja ziemlich lang. Hier sieht man ja, wie lange standest du an und wie lange durftest du denn ungefähr spielen? Also, wir sind direkt nach dem Messeeinlass rein. Die Schlange war so halb, dreiviertel voll. Ja, 1,5 bis 2 Stunden waren es und dann 8 Minuten Spielzeit im Multiplayer. Ja, ist dann echt schon komisch, also ist echt schon ein bisschen kurz, oder? Ja, schon. Also heute war ich zum Beispiel bei, direkt nach dem Einlass bin ich zu Forza Motorsport gelaufen. Bei der Xbox One, ich musste 10 Minuten warten, durfte auch so 9 Minuten ungefähr spielen. Hat mir auch ziemlich gut gefallen auf jeden Fall. Okay. Gibt es noch irgendein Fazit, das du jetzt dazu sagen kannst? So, es ist ein Spiel, also würdest du es dir kaufen oder vorbestellen? Kannst du es empfehlen oder nicht? Also ich werde es mir auf jeden Fall nicht kaufen oder vorbestellen. Ich habe den Vorgänger und der reicht mir, da die Unterschiede einfach nicht groß genug sind. Leute, die aber die Serie noch nicht kennen und neu einsteigen wollen, für die kann man es auf jeden Fall empfehlen. Okay, gut, vielen Dank dir und wie gesagt, wir sehen uns auf dem Video Day und viel Spaß dir noch hier. Bis morgen. Ciao. So, ich war gerade hier, wie ihr schon sehen könnt, hinter mir in Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Hab das Ganze mal ein bisschen ausprobiert. Wir durften leider nicht drin filmen, weil natürlich auch Ubisoft das nicht möchte. Ist ja verständlich, das Spiel kommt ja glaube ich erst noch raus. Ich konnte es leider nur auf der Xbox spielen, es gab nur Xboxen drin und die Xbox 360. Ich persönlich kann mit Konsolen nicht so umgehen, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Ja, wie gesagt, das ist halt wieder so ein Agenten-Shooter eigentlich, in dem man halt so einen Auftrag hat und dann bestimmte Sachen erledigen muss. Eigentlich ganz cool. Ich komme damit noch nicht so ganz klar, es ist nicht so ganz mein Teil, es ist halt Third Person. Und die Steuerung ist, finde ich, auf der Konsole wahnsinnig kompliziert, was deswegen das Ganze nicht einfacher macht. Das Spiel ist ziemlich realistisch gehalten, also man hat halt zum Beispiel sein Nachtsichtgerät oder so ein Nahgerät, dass man dann halt die Umgebung viel besser wahrnimmt. Das spielt dann meistens in Dunkelheit, dass man eben nicht viel sieht. Dafür hat man in die Gerätschaften. Man wird sehr schnell entdeckt von den Gegnern, also das ist wirklich sehr realistisch gemacht, auch teilweise, dass sie halt mit Scharfschützen und Lasern da rumstehen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so ganz das, was ich spiele, aber eigentlich ganz cool. Grafikmäßig muss ich sagen, das kann man jetzt nicht so genau sagen, es war eine Xbox 360. Und ich hatte einen 40 Zoll Display vor mir und ungefähr, keine Ahnung, einen Meter Entfernung. Das war halt, du konntest halt wirklich schon teilweise Pixel zählen, es war ein bisschen schade, aber ich denke mal auf dem PC ist wie bei letzten Splinter Cells die Grafik dann wieder viel besser und auf den Next Generation Konsolen muss man das Ganze abwarten, also da kann ich noch kein Fazit geben. Generell das Spiel eigentlich ganz gut aufgebaut, wie gesagt sehr realistisch und man muss es halt mögen, finde ich, aber das war jetzt einfach mal so kurz der Eindruck und genau, wie gesagt, Kaufempfehlungen so kann ich nicht geben, das muss jeder selbst für dich ausmachen. Ich persönlich würde es nicht spielen, aber wie jemand will. Genau, das war es auch schon von Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist und wie gesagt, wir schauen noch weitere Games für euch an. Bleibt dran, bleibt so gespannt. Wahnsinn, wie man hier alles auf der Gamescom trifft. Ich sitze hier mit den Jungs von den Popmannschaft Games, die produzieren auch für unseren YouTube-Kanal für QSO4U Gaming Videos und ich frage euch einfach mal, wie geht's euch eigentlich im Moment? Momentan geht es uns wunderbar und wir sind zufrieden, auf der Gamescom eingetroffen zu sein und euch hier zu treffen. Ja, es kann mich hier ihm nur anschließen. Klasse Atmosphäre und ja, soweit ganz gut. Schönes Wetter auch, alles passt. Ja, mir geht's auch wunderbar und
weiter im Text, würde ich sagen. Ne? Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Wir müssen ein bisschen Gas geben, weil unser Akku ist nämlich bald leer. Gleich erste Frage, was hast du schon gezockt, Nico? Wir waren schon bei Warface, Rise of Sun und beim Xbox-Stand, Xbox Only, und wir waren bei Call of Duty Ghost auf jeden Fall schon. Und Saints Row 4. Ist ja schon einiges. Kannst du schon was zur PS4 sagen? Kannst du da schon was bewerten? Du bist ja eigentlich ein Consolero. Wenn man, genau. Und kannst du schon irgendwas zur PS4 sagen? Ja, eigentlich wollten wir uns heute bei der PlayStation 4 Stand auch schon anstellen, genauso wie gestern. Allerdings war da so sau viel los, dass wir jetzt direkt da noch nichts anspielen konnten. Das Einzige, wo wir schon gespielt haben, auf der Xbox One, was uns eigentlich gar nicht interessiert. Aber an sich, was mir auch schon so in der Meinung war, war, dass die PlayStation 4 für die, die eh schon die PlayStation 3 haben, sowieso ein Grund zum Kaufen ist. Und besser als die Xbox One finden wir es alle. Ja, Tobi, du bist ja mehr der Xboxer, oder? Gehe ich da richtig der Annahme, oder? Naja, ich spiele eigentlich beides. Ich habe mich jetzt eher so zur PSler-Fraktion bewegt, weil ganz einfach, online kostet nichts. Also von der PS3 wirklich gesehen, wie wir bei Warface gestanden haben, da hat man ein wenig einen Blick auf die Präsentation gehabt. Aber spielerisch wirklich was gesehen hat man jetzt nicht, aber viel anders, denke ich mal, wird es jetzt nicht, weil was soll man groß ändern? Die großen Neuerungen, was da sich manche denken, ja, es passt so. Ja, wunderbar. Was sind eure Highlights so game-technisch oder wo wollt ihr heute auf jeden Fall noch hin, wo ihr sagt, Mensch, das ist ein Kracher, das muss unbedingt sein? Also wo wir auf jeden Fall noch hin wollen ist Battlefield 4, ist aber Battlefield 3 die Stadt. Wir wollten schon seit gestern auf Battlefield 4, allerdings war dann die Warteschlange bei 3 Stunden, wo wir schon dort waren. Da habe ich gesagt, alles klar, lass mal stecken, heute auch schon wieder, obwohl wir schon früh um 10 Uhr, wo sie aufgemacht hat, da waren. Jetzt versuchen wir morgen gleich um 9 Uhr vorne dran zu sein und Battlefield 4 auf jeden Fall nochmal anzuspielen, was ja in großer Konkurrenz zu Call of Duty Ghost steht, wo er uns gefragt hat heute übrigens, Interview, ganz klar, ganz wichtig dort. Auf jeden Fall, was wir noch gucken wollen, ist The Division von Ubisoft und wie heißt das andere Ding? Witcher 3, auf jeden Fall. Ah ja. Ja, Battlefield, ganz wichtig, EA, ihr habt es ja auch im Video gesehen bei uns, hier alles proppenvoll, wir haben von oben Bildaufnahmen gemacht, echt krass. Was ich noch fragen wollte, ist die Sache mit Payday 2, ja. Das ist ja euer Lieblingsgame im Moment, oder? Kann man so sagen? Was kannst du dazu sagen? Also, wer Payday 1 gespielt hat, muss sich Payday 2 kaufen, das ist ganz klar, und wer auf Banküberfälle und Koop steht, auf jeden Fall, weil es eigentlich ein sehr ausgeklügeltes Koop-System hat. Und die sich die verschiedenen Klassen wunderbar ergänzen. Es gibt mehr Waffen als im Vorgänger, es gibt eine höhere Levelgrenze als es normal gab und es gibt einen Haufen Hastes, die zwar jetzt auch mit Profi-Jobs und so weiter ergänzt worden sind und der höchste Schwierigkeitsgrad fordert, ist allerdings nicht mehr so schwer wie im Vorgänger. Klingt alles sehr spannend, wird man wahrscheinlich bei euch auch sehen können, oder, im Channel? Ich gehe sehr stark davon aus und bei euch dann vielleicht auch. Genau, also wie gesagt, damit ihr euch mal vorstellen könnt, was die Jungs eigentlich machen von der Bob-Mannschaft, haben wir mal einen kleinen Trailer zusammengeschnitten vom Pilot, von der Pilotfolge. Film ab, würde ich sagen. Wenn wir das nicht machen, weil wir da so die Hard-Rock-Metal-Sache sind und deswegen... Ist das nämlich hier auch nicht verkehrt, weil hier gibt es nämlich auch so geile Metal-Mucke in den einen oder anderen Maps von Killing Floor, was halt schon wieder geil ist. Außerdem passt das Spiel ja zu Metalern, weil die sind ja durchaus alle blutrünstig und es sind kleine Kinder, natürlich. Deswegen. Und Katzen. Und ganz Katzen. Viel Katzen. Keine Hunde, sondern Katzen. Katzen. Liegt halt auch daran, wir dürfen das halt auch, weil wir halt auch alle über 18 sind. Also, ja, wir sind ja der kinderfreundlichste Kanal, also wenn ihr da jetzt etwas wisst. Ach, vom Humor her und von den Sprüchen ist es auch nicht unbedingt jetzt, ich will mal sagen, für die Kleinsten unter den Menschen geeignet. Nein, nee, das ist alles sehr schwarz, derb, sarkastisch und ironisch, also das ist, oh Gott, das ist ja fast schon wieder hier out of... Ja, es gibt so viel zu sagen, ihr müsst taktisch wichtige Positionen verteidigen. Und natürlich auch gucken, dass das ihr überlebt. Euren Strategieplan am Anfang auf der Map gescheit plant und ressourcenschonend vorgeht, ne? Ist klar. Also das ist das Wichtigste eigentlich im Spiel eigentlich. Ich habe mich selbst getötet. Das ist auch eine gute. Mal wieder suizidal veranlagt, der Gute. Ja, das ist, wenn man zu lange mit dir zusammen ist, dann fängt man an, auf solche Gedanken zu kommen.
wir sind hier direkt vor dem Stand von Xbox bzw. von Microsoft bei dem Spiel Forza Motorsport 5. Neben mir seht ihr einen wunderschönen Audi RS7, wunderschön in Rot mit Carbon, passend zum Spiel Forza Motorsport. Ich habe es eben ein bisschen getestet, ist echt ein cooles Spiel, es ist halt wahnsinnig realistisch. Ich habe mir gedacht zum Anfang, naja, komm, machst du mal die Bremshilfe und das Zeug raus und nur ABS drin gelassen, und ich habe mich da ein bisschen verkalkuliert. Also es ist wahnsinnig realistisch. Ich finde, man muss schon fast sagen, es ist eine Rennsimulation, aber die Grafik ist dafür, dass es auf der Konsole war, muss ich sagen, echt top. Also da kann man echt nicht meckern. Klar, ich stand jetzt da vor einem irgendwie 40 Zoll Bildschirm, also kannst du natürlich ab und zu ganz klar sehen, das ist eine Konsole, ab und zu ein paar Kanten oder so. Aber für eine Konsole sonst ist das die Grafik einfach richtig Hammer. Das ist wie wenn du am PC so auf mittleren Einstellungen spielst, auf dem Full-HD-Bildschirm, ist richtig geil. Das Spiel an sich ist echt cool, es ist halt wahnsinnig realistisch, auch die Lenkung, alles reagiert wahnsinnig wie so ein, ja, wie wenn du halt echt fährst. Also du merkst es, wenn du einfach mal bei 200 das Lenkrad rumreißt, dann fliegst du halt von der Strecke und nicht wie bei Sachen wie Need for Speed, dass du dann einfach ganz normal weiterfährst. Also das ist echt cool gemacht. Wie gesagt, ich habe es auf der Xbox getestet, wie es auf dem PC wird, kann ich noch nicht sagen. Prinzipiell eigentlich echt ein cooles Game. Grafik ist top, Gameplay ist cool, anspruchsvoll, also man sollte es nicht unterschätzen. Und wie gesagt, probiert es einfach aus, ich fand es ganz cool und ich würde sagen, passt jetzt hier direkt vor dem wunderschönen RS7 von Audi. So, wir stehen jetzt hier direkt vor dem Stand von The Crew aus dem Hause Ubisoft. Ist auch wieder ein Rennspiel, ziemlich cool aufgebaut, drin kann man den Multiplayer spielen, also das heißt, du gehst rein mit, keine Ahnung, ich schätze mal sind 15, 20 Leute, spielst es dann, das Ziel ist es, wie es der Name es eigentlich schon sagt, du bist eine Crew, ihr müsst zusammenarbeiten und zusammen halt Sachen erledigen, Aufgaben, das ist eigentlich echt cool aufgebaut. Zum Beispiel die Mission, die man drinnen spielen kann, man ist unterwegs, also in der Stadt kann sie ein bisschen einspielen, dann auf einmal wechselt dann das Spiel, man wird in eine andere Stadt gebracht und dort geht es dann darum, dass ein Geldtransporter oder irgendwas unterwegs ist oder gestohlen wurde und du gehörst da quasi so zur Polizei und musst halt dann versuchen, den Wagen zu stoppen, in den du rammst. Und du musst halt alle zusammenarbeiten. Je mehr zusammenarbeiten und je besser man das macht, desto schneller funktionieren die Missionen. Dadurch kann man dann aufsteigen und Punkte sammeln und kann natürlich auch immer besser werden. Tuning ist, glaube ich, momentan also nur rein optisch möglich, so das, was jetzt hier machbar war. Ich weiß nicht, ob das Spiel schon draußen ist, ich glaube, es kommt noch raus. Dementsprechend kann sich da noch einiges ändern, aber eigentlich ist die Idee echt cool, weil normalerweise ist Rennspiel immer so gegeneinander, immer dieser Wettbewerb eben, dass man eben halt einfach so competition-mäßig immer gegeneinander antritt, das halt Feinde sozusagen, ja. Und hier ist halt einfach, du bist eine Crew, man muss zusammenhalten, man muss zusammen einfach die Aufgaben lösen. Das ist einfach mal echt eine coole Idee von dem Game, finde ich. Wie gesagt, die Grafik ist auch echt super, muss ich wirklich sagen. Ich habe es drin auf einer PlayStation gespielt, man konnte damit mit dem iPad erstmal vorwählen seinen Wagen. Das wird wahrscheinlich auch eine neue Sache sein, dass man eben vom Handy aus seine ganzen Custom-Zeug da einstellen kann. Und ich denke mal, es ist ein echt cooles Game. Warten wir es mal ab, wie es noch so wird. Aber wie gesagt, so was ich gesehen habe, echt top. Die Gamescom ist nicht nur bekannt für ihre geilen Games, die man hier zocken kann, sondern auch dafür, dass jede Menge YouTuber hier unter den Zuschauern sind. Und wir haben heute einen getroffen. Den kennt ihr vielleicht auch. Er fährt mit einem Pappauto in McDrive oder er lässt sich auch mal ganz gern mit Panzertape irgendwo hinkleben. Die Rede ist von Einfach N. Enno, der war heute bei uns beim Interview bei David. Und werdet ihr gleich sehen, er erzählt so ein bisschen was über seine Erfahrung mit YouTube und auch wichtige Tipps vielleicht für euch, wenn ihr anfangen wollt mit YouTube. Ja, eben jetzt aber nicht mehr. Ja, wir kommen jetzt zum Auto. Hallo Freunde, heute will ich euch zeigen, wie ihr ohne eigene Küche was richtig Leckeres zubereiten wollt. Da habe ich auch eine Kleinigkeit vorbereitet. So, wollen wir heute einen gemischten Salat machen. Wir machen einen gemischten Salat. Ja. Schön. Mit leckeren Zitronen. Aber bevor das passiert, nehmen wir uns ein schönes Steak und packen das Steak in die Pfanne. Das weiß ich nicht genau. Richtig schönes Steak in die Pfanne reinpacken. Dann machen wir das. Das ist eine Kleinigkeit vorbereitet, ein gemischter Salat, das hat sich sauber. Ist gut, oder? Klar. Wunderbar. Dann bereite mal vor, ich muss gleich eine Schnitzel. Die Schnitzel? Klar. Ja, super, mach ich, bitte mal. Hallo. Hallo. Ich wollte mal testen, so was so eine Küche hergibt. Das ist natürlich übel, ne? Wieso? Die Dinger, die angeschlossen sind.
Ja, leider, es hat nicht funktioniert. Das ist schade. Ich habe mir mein Equipment jetzt mitgebracht hier. Bei Ihnen hat das nicht geklappt. Ich habe den Salat recht fertig gekriegt. Aber den Rest habe ich dann doch nicht mehr geschafft. Ja, ich meine, wenn Sie nichts von dem gemischten Salat wollen. Wollen Sie nichts davon? Das war lecker, aber Salat. Das war viel lecker. Ja, seit wann bist du schon auf der Gamescom? Oh, ich bin recht spät angekommen. Ich bin um 4 war ich erst auf der Gamescom, weil ich hatte echt ein Problem im Zug und dann bin ich nicht ganz reingekommen. Aber um 4 jetzt, mal gucken, wie lange das heute noch geht. Ich werde auf jeden Fall bis zum Ende bleiben. Hattest du Karten vorbestellt oder die hast du direkt gekauft? Nee, ich hatte keine Karten vorgestellt. Ich habe auch für morgen noch keine. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen möchte. Morgen ist ja das YouTube-Treffen. Da habe ich auch noch keine Karten für. Ich versuche jetzt Karten zu bekommen. Mal gucken, ob das klappt. Vielleicht sehen wir uns dann morgen nochmal. Okay, ja, du hast jetzt, bist ja sonst so lange da. Was hast du bisher schon gemacht hier? Also ich habe mich mit einer Freundin getroffen und wir sind ein bisschen über die Gamescom gegangen und haben uns halt so Sachen angeguckt, Neuheiten angeguckt. Das Problem ist nur, dass für die ganzen coolen Sachen, für die du anzocken willst oder Sachen, die du sehen willst, wie Oculus Rift oder was weiß ich, Battlefield 4, da musst du einfach mal stundenlang für warten. Da hatte ich ehrlich gesagt noch keinen Bock drauf und da habe ich mir so ein bisschen die Trailer angeguckt, geguckt, was Neues gibt. Aber ich bin halt meistens auf der Gamescom, um halt coole Leute zu treffen, weil du triffst halt hier immer die ganzen Leute, die du sonst halt nur im Internet siehst und das ist eigentlich so der Hauptgrund, wieso ich überhaupt hier bin. Okay, sind schon Leute auf dich jetzt zugekommen, jetzt in der kurzen Zeit? Also ich habe schon Freunde getroffen, ja. Also so Leute jetzt, du bist doch der aus dem Internet, das hatte ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 2 Stunden oder so hier. Aber viele Freunde habe ich schon getroffen. Das ist echt eine coole Sache, wenn du halt alleine losgehst und sagst, ja, wir treffen uns da und da und da, du jetzt auch hier, wir treffen uns hier. Das macht einfach Spaß, macht unglaublich viel Spaß, finde ich. Okay, Tagesordnung für morgen ist dann bei dir auch erstmal Videoday, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja anscheinend, soweit ich weiß, schon um 10 Uhr los. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wo ich schlafen soll, ob ich jetzt in Köln penne oder in Aachen oder zu Hause, wer weiß das schon. Aber dann, ja, auf jeden Fall morgen ab 10 Uhr Videoday. Bis abends, bis nachts vielleicht noch feiern gehen, aber das ist auf jeden Fall das, was für morgen ansteht. Also das heißt, das Ganze mit Gamescom, so wird jetzt spontan geplant von dir? Ja, überhaupt nicht geplant. Das war mehr komplett spontan. Also heute Morgen oder gestern Abend habe ich überlegt, so, ja, Gamescom läuft, warst du noch nicht, fährst du hin, bist eigentlich jedes Jahr. Und dann bin ich heute Morgen halt hingefahren, fertig. Also total spontane Aktion eigentlich. Ja, was mir jetzt noch einfällt gerade so nebenbei, du machst ja eigentlich einen YouTube-Channel und bist ja eigentlich sonst immer relativ aktiv, aber so in letzter Zeit ist halt relativ ruhig um dich geworden. Ist irgendwie was vorgefallen oder hast du keinen Bock mehr auf die ganze Sache? Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock noch, aber das Problem ist halt, ich hatte halt erst Abschluss, damals eine Ausbildung, mittlerweile bin ich im Studium. Ey, und das spart dann einfach ein. Ich habe mittlerweile, produziere ich halt Kinowerbung, also ich bin von dem YouTube-Ding so ein bisschen mehr ins Professionelle gegangen, mache 3D-Animation, Kinowerbung, Partyfilme und das spannt einen unglaublich. Vor allem das Studium, das Studium kann man nicht beschreiben, eigentlich müsste ich, wie gesagt, gerade auch schon wieder lernen, aber ich habe einfach gedacht, Gamescom ist cooler und bin dann einfach auf die Gamescom gefahren und hier bin ich. Okay, also heißt das jetzt, du würdest es schon gerne machen, wenn du mehr Zeit hättest? Auf jeden Fall. Also ich habe auch ein paar Ideen. Es war auch einmal ganz knapp davor, wirklich so knapp davor, dass ich ein neues Video rausgehauen hätte. Aber wie gesagt, dann kommt halt was dazwischen, was wichtiger ist. Andere Sachen haben halt höhere Priorität und dann klappt es halt nicht. Das ist halt echt das Problem. Und viele Leute, also mein Kameramann zum Beispiel ist weggezogen. Das ist auch einer der Gründe, dass immer die Person, mit der ich gefilmt habe, und weil meine Videos kann ich schlecht selber filmen. Und das ist halt ein Problem gewesen, dass erst mein Kameramann weggezogen ist, dann bin ich ins Studium gegangen. Und das kommt halt eins aufs andere und irgendwann wird man dann inaktiv. Das geht ganz schnell. Okay, hast du das vorher, jetzt, wenn du im Studio fertig bist, wieder so aufzubauen oder auch mit anderen YouTubern weiterhin wieder Kontakt zu halten? Ja, was heißt Kontakt halten? Ich bin ja recht häufig, zum Beispiel Bullshit-TV, das ist halt ein recht großer Kanal. Da bin ich sehr häufig in den Videos, für die produziere ich auch ab und zu. Und da musst du einfach mal gucken, da bin ich häufiger als auf meinem Kanal zurzeit. Also auch in 2 recht großen Videos, Crow vs. Psy zum Beispiel, bin ich halt auch mit dabei. Das macht halt Spaß. Und vor allen Dingen der Vorteil ist, die kannst du anrufen, sag mal, wie sieht's aus? Ich komme vorbei, komm zum Dreh. Und du hast einfach den Spaß dann. Und wenn du selber Videos machst, du weißt ja, wie das ist. Wenn du selber Videos machst, dann hast du halt, ja, Stress. Weil du musst immer erst planen, was mache ich für ein Video, was brauche ich, eine Kamera, Mikrofon, Kameramann, Konzepte, hier, da, dies, das. Und das ist einfach mega stressig. Und wenn du halt, wie gesagt, wenig Zeit hast, dann kommt es halt eher dazu, dass du bei anderen im Video bist und nicht, ja, selber Videos machst. Du weißt ja, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, in dem einen Rap-Video letztens von beim Online-Rap-Battle warst du, glaube ich, auch mit dem Video dabei, oder? Ja, genau, bei Julians Blog, ja. Das war bei Julians Blog, das war von Chosen. Chosen, das ist, man darf natürlich nicht sagen, dass man ihn kennt, aber ich kenne ihn halt und das war halt, hat Spaß gemacht. Das gab auch, glaube ich, 1 Million Views oder was auch immer. Ja, das war schon eine coole Sache, weil echt, das war schon hart, weil du siehst ja diese Waldszene, ne? Da laufe ich ja und leg mich auf die Fresse und das ist halt nicht gestellt, sondern ich habe halt echt
mich so oft auf die Fresse gelegt und halt echt 3 Stunden nur im T-Shirt bei Regen. Es war halt, das Wetter sah halt da nicht so schlecht aus, aber es war beschissen. Es hat einfach geregnet. 3 Stunden bei Regen im Waldboden, auf dem Waldboden gelegen, aber Gott sei Dank keine Zecken und keine Erkältung. Das war cool. Aber hat mega viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, es waren 3 Drehwochenenden, nachher auch mit Kunstblut. Wurde zwar irgendwann ekelhaft und irgendwann tat es auch weh, wenn du da vom Stuhl geschubst wurdest oder so ein Messer durch die Brust bekommen hast, aber hat mega Spaß gemacht. Ich würde es auch wieder machen. Vielleicht kommt ja demnächst auch was raus, der weiß das schon. Okay, und jetzt, du kennst jetzt eigentlich beide Seiten. Was gefällt dir jetzt besser? So vor der Kamera einfach so aktiv einfach alles machen oder hinter der Kamera bescheiden alles schneiden und so, das ganze Zeug? Also, wenn ich sage hinter der Kamera, dann, was zum Beispiel ein Kameramann macht, Film. Aktiv da durchgehen, am besten auch mit Stabilisierungsmechanismen, Steadicam oder vielleicht auch ein Quadrocopter. Das macht Spaß, ja. Aber der Schnitt, das macht mir zum Beispiel echt wenig Spaß, wirklich, muss ich sagen. Und sonst bin ich halt am liebsten vor der Kamera, weil vor der Kamera, ich will nicht lügen, das ist der geilste Job. Weißt du, du kriegst die Sachen vom Produzent oder so, der sagt dir, was musst du machen, du machst die coolen Sachen und das ist einfach das, was am meisten Spaß macht, muss ich ehrlich zugeben. Und sonst, klar, wenn jetzt, letztens hatte ich einen Auftrag, da habe ich aus so einer riesen LED-Leinwand live auf so einer riesen Party gefilmt. Das ist natürlich auch mega geil, ja. Weil da kannst du auch Stimmung machen, unterhältst du Leute direkt, ja. Wenn das vor allen Dingen auf so eine riesen LED-Leinwand geht, das macht Spaß, aber am meisten natürlich vor der Kamera. Okay, jetzt noch andere Sachen. Viele kennen ja dein Video zum Beispiel, wo du Ikea kochst oder auch wo du mit deinem Pappewagen da durch den Meckes fährst. Das ist ja echt cool und ich meine, das ist super lustig gewesen, aber wie war es im Ikea? Hast du jetzt eigentlich Hausverbot bekommen oder wie war das? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute im Ikea, die sind ja eher aus dem Norden und die sind halt echt kulant, muss ich ehrlich sagen. Es war folgendermaßen, ich hatte da eigentlich damit gerechnet, dass ich rausgeschmissen werde. Also aber in erster Linie nicht passiert, denen ist das gar nicht aufgefallen, ne? Viele Leute laufen da vorbei, sieht man ja auch, wollen irgendwas haben. Und dann sage ich zu einer Freundin, hör mal, willst du uns nicht mal verpetzen, weil dramaturgisch in dem Video, wir kochen da im Ikea in deren Einbauküche und die beschweren sich nicht mal. Das geht natürlich gar nicht. Und dann hat sie sich halt beschwert und dann kam die erste Frau an, ja, bla bla, was machen Sie denn hier? Nicht mal rausgeschmissen, ne? Und ich denke so, okay. Aber dann ging es halt los, dann hat sie halt irgendwie jemand angerufen. Und das war dann getarnt als Elektrotechnik-Experte. Saß natürlich, das war so ein Schrank, der kommt da an. Was ist hier denn los? Hä? Und denken schon so, okay, ja, packen Sie mal ganz schnell Ihre Sachen zusammen und dann raus hier. Ne? Also wurden schon rausgeschmissen. Aber wir hatten auf dem Rückweg hatten wir auch noch eine Menge Spaß. Nur, das war leider auf einer anderen Kamera, die nicht aufgenommen hat. Darum, sonst hätten wir hatten auch nachher den Salat noch irgendwelchen Leuten, auch nachher bei Meckes angedreht und das Schnitzel auch. War lustig, aber klar, ihr kennt das, wenn die Kamera nicht will, dann will es halt nicht. Aber wir wurden schon rausgeschmissen, das stimmt schon. Ja, du bist ja hauptsächlich bekannt für so, ich sag mal, skurrile Dinge, einfach drauf losgehen und machen, das so kennt man dich eigentlich. Es macht am meisten Spaß. Also wenn wir jetzt sagen, ich habe ja angefangen auf YouTube mit so einem Kanal, also einem Format, wo ich halt selber News zu Games gemacht habe. Und ich muss sagen, am ersten Mal mega Spaß gemacht, aber irgendwann das ganze Recherchieren, das wird halt ätzend. Das wird wirklich ätzend, weil das wirklich Zeit braucht. Und mir macht es am meisten Spaß, halt vor der Kamera irgendwas zu machen. Da habe ich irgendwann mal bei seinem Madmob-Challenge mitgemacht, wo ich dann halt, was auch 3-mal reingeschnitten wurde. Ich habe echt alle anderen abgezogen, ich habe im Rasen mehr Konfetti gemacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und da habe ich gesagt, das machst du jetzt nur noch. Und ja, so ist es dann stehen geblieben. Es kommt auch demnächst wahrscheinlich wieder, wenn ich die Zeit finde, muss ich ehrlich sagen. Ein neues Video raus, ist schon in Planung, steht auch schon fest, wer da verarscht wird. Also das wird, glaube ich, ganz cool. Kommst du euch immer auf die ganzen Ideen, fällt dir spontan ein oder überlegst du die ganze Zeit denn krampfhaft da dran? Überhaupt nicht krampfhaft. Also das ist ja, keine Ahnung, ich war einmal einfach in der Stadt, kurz zur Post gegangen und denke mir so, ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme, auf einmal so, wow, hat eigentlich schon mal jemand mit einem Rasenmäher einen Cocktail gemischt? So einfach auf dem Weg zur Post, ich denke so, ey, wie bist du da jetzt gerade drauf gekommen, ne? Und so passiert das dann einfach, also einfach so, weil es mir Spaß macht. Wie ist dann, wenn du solche Sachen machst, zum Beispiel auch in Köln bist du ja, glaube ich, mal einfach so quer, waren so ein paar Tänze, bist einfach reingelaufen und so. Wie ist da die Resonanz? Finden die Leute es lustig oder gibt es auch welche, die dann einfach total sauer reagieren oder so? Also ich muss ehrlich sagen, die Leute haben geklatscht da. Das waren ja so irgendwie 2000, hat man jetzt im Video nicht gesehen, 2000 Menschen und die haben geklatscht. Und es hat Spaß gemacht, klar. Irgendwann sind dann diese Tänzer auf mich zugekommen, das sieht man jetzt im Video nicht so gut. Und ich glaube, die wollten mich da auch rausschmeißen, weil die verdienen ja auch Geld damit. Aber die Resonanz war gar nicht so schlecht. Klar, man macht sich zum Affen, das ist klar. Zum Affen. Darum habe ich jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, so ein paar wirklich zwiespältige Videos. Das eine, wo ich mich an die Wand tapen lasse, aber ist mittlerweile auch nicht mehr zu finden, weil wenn ich jetzt, ich arbeite auch in der Universität und ich arbeite halt auch so in dem Bereich. Und das kommt ehrlich gesagt nicht so cool, wenn man da sieht, so den Typ, den wir da gerade engagiert haben, der unser professionelles Imagefilm machen will, lässt sich da von anderen Leuten mit Panzertape an die Wand tapen und frisst also löffelweise Zimt. Das kommt nicht so cool, aber sonst klar. Also du stehst schon dazu, oder? Ich stehe dazu,
aber viele Leute verstehen die Comedy dahinter nicht und das kommt da ein bisschen komisch. Okay. Gibt es eigentlich so ein grobes Fazit, was du bisher jetzt schon so geben kannst in Sachen YouTube? So ist es, findest du es eine Zukunft für dich? Also meinst du kannst es so weitermachen oder auch mit den ganzen Filmen und so? Auf jeden Fall. Also Zukunft für mich ist auf jeden Fall, klar, Video machen. Ja, klar, ich studiere was anderes, aber Video machen wird immer zumindest ein Hobby bleiben für mich. Und was YouTube angeht, das ist die Zukunft, auf jeden Fall. Also Video on Demand, also wenn du willst abrufen, das ist die Zukunft. Und also der einzige Tipp, den ich an die Leute geben kann, die neu mit YouTube anfangen, wenn ihr auf YouTube anfangt, dann fangt nicht an, weil ihr seht, dass manche Leute so unglaublich erfolgreich sind, Geld damit verdienen, sondern fangt an, was euch Spaß macht. Ja, einfach, weil es euch Spaß macht. Und wenn ihr wirklich auf die Klicks auch und auf die Resonanz halt auf seid, dann macht was, was noch keiner gemacht hat vorher. Ja? Und vor allem das, was euch Spaß macht. Denkt euch irgendwas aus, was ihr noch nie gesehen habt, was ihr gerne sehen würdet und macht das einfach. Zieht's durch. Ja? Lasst euch von keinem abhalten. Dann macht's auch Spaß. Ja, ich würde sagen, das kannst du so eigentlich am besten damit bestätigen. Du hast bestätigt und vielen Dank dir nochmal für das coole Interview und viel Spaß dir noch auf der Gamescom. Ich denke, wir sehen uns vielleicht auch nochmal morgen beim Video Day. Und genau, bis dann und vielen Dank nochmal. Vielen Dank. So, das war der letzte Tag für uns hier auf der Gamescom. Morgen geht's für uns auf den Video Day. Da seid ihr übrigens auch herzlich eingeladen. Wer uns sieht, einfach mal Hallo sagen. Und David, was ist dein Fazit? Also ich sag mal so, es war anstrengend, aber es war auch recht geil, oder? Ja, ich muss sagen, es war echt geil. Also war echt viel los auf der Gamescom hier. Es war wahnsinnig voll, aber ich würde sagen, wir haben viele Spiele getestet, auch viele coole Interviews gemacht mit coolen Interviewpartnern. Dürft euch noch drauf freuen. Wir haben echt viel Impressionen gesammelt, einfach mal so in dem ganzen Bereich Gaming. So, das ist einfach echt geil. Das ist unbeschreiblich. Viele neue Kontakte geknüpft. Ich würde sagen, es war sau anstrengend, aber sau geil. Und auf jeden Fall würde ich sagen, komm mal wieder. Ich denke auch, also nächstes Jahr könnt ihr auf jeden Fall wieder gespannt bleiben, einschalten und dann sehen wir uns auf der Gamescom 2014.